Dort ist der Kiestagebau, die Abbruchkante. Hier hinter uns sind die wunderschönen Bäume. Und das soll alles schwinden, soll alles gerodet werden für den Kiestagebau, für den Kiessand, der unter uns liegt. Und wir stellen uns dagegen. Wir sagen, wir machen da nicht mit. Und wir wehren uns aktiv gegen diese Umweltzerstörung, die hier stattfinden soll. Wir wollen uns auch regelmäßig treffen, um Awareness-Pläne zu haben. Das heißt, wir treffen uns in einer Runde und sprechen darüber, wie es uns geht. Darauf wollen wir auf jeden Fall richtig viel Fokus setzen, weil es total wichtig ist, sich umeinander zu kümmern. Und wir wollen auch, dass die Sorgearbeit untereinander gleich verteilt ist, dass alle Menschen, die hier sind, Verantwortung dafür übernehmen, dass es allen gut geht. Das ist so ein bisschen unsere Vorstellung davon, wie eine Gesellschaft existieren kann und sich gegenseitig so unterstützen kann, dass wir möglichst lange Energie haben, gemeinsam gegen die Rodung hier anzugehen. Wir haben uns schon oft darüber ausgetauscht und viele Menschen äußern den Wunsch, dass es gleich und gerecht aufgeteilt ist, dass egal welches Geschlecht ein Mensch hat, diese Person sich so einbringen kann, erstmal wie sie mag, nach Kapazitäten, nach Lust, nach Freiwilligkeit, aber auch danach, dass es nicht die Sorgearbeit, das Kochen und das Aufräumen nur nicht männlichen Personen zugeordnet wird, sondern dass es alle Menschen machen, dass wir alle verantwortlich sind. Und wir wollen uns auch ganz aktiv mit den Strukturen innerhalb unserer Gesellschaft auseinandersetzen. Denn auch wir sind ein Ort, der nicht diskriminierungsfrei ist. Auch hier haben wir alle sexistische Verhaltensweisen, rassistische Verhaltensweisen verinnerlicht und können uns nur ganz schwer davon lösen. Aber wir versuchen das, indem wir regelmäßig darüber sprechen. Und dafür, genau, sind solche Orte, glaube ich, super wichtig. Gerade kriegen wir ganz viel Essen geliefert. Das machen dann Menschen, die mit dem Auto hierher kommen. Manche Menschen pendeln auch zwischen der Stadt und dem Wald. Die können dann immer mal wieder was mitbringen. Oder auch Bürgerinnen aus dem Dorf oder andere Menschen, die so zufällig Sachen mitbringen. Genau, wir haben keinen Putzplan. Das brauchen wir, glaube ich, auch nicht, wenn alle Menschen sich verantwortlich fühlen, dass der Raum irgendwie so aussieht, dass sich alle wohlfühlen. Aber es ist auch ein Anspruch, dass das auf jeden Fall verhandelbar ist. Also wir können ja drüber sprechen und müssen da keine Regeln uns in dem Sinne aufstellen. Aber wir wollen auch Betroffenen zuhören und wenn sich Menschen unwohl fühlen, soll das auf jeden Fall einen Raum bekommen. Darum sind wir auf jeden Fall total bemüht. Unser Ziel ist es auch, dass Menschen ganz unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Nationalität, ihrer Muttersprache, ihrer Krankheit oder Nichtkrankheit, ihrer Behinderung oder Nichtbehinderung oder ihres Alters hier sich aufgenommen fühlen. Das ist natürlich nicht leicht und auch hier haben wir noch ganz schön viel zu arbeiten, bis es so weit kommt, dass sich hier wirklich alle Menschen aufgehoben fühlen. Aber wir arbeiten stark daran und versuchen uns jeweils gegenseitig daran zu erinnern, warum wir hier sind und was eigentlich unsere Ziele und Wünsche von einer alternativen Gesellschaftsform sind und was wir auch an unseren patriarchalen und kapitalistischen Gesellschaftsformen eigentlich so kritisieren wollen und was wir hier besser machen wollen.